Hi, hier ist der Schuh von androidpit.de und wir befinden uns bei Gigaset. Ja, ihr habt richtig gehört, bei Gigaset am Stand. Gigaset hat den Tablet-Bereich verlassen, oder besser gesagt, sie waren eigentlich kaum da, haben das als Spielwiese benutzt und jetzt kommen sie mit Macht wieder zurück in den mobilen Bereich. Und zwar mit diesem kleinen Smartphone hier. Das ist das Gigaset ME Pro oder Mi Pure und das schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer im Hands-on an. So sieht also das Gigaset Mi Pure von der Rückseite aus und da erkennt man auch schon ein kleines Highlight bei diesem Einsteigergerät von Gigaset mit Vollaluminium-Rückseite, nämlich den Fingerprint-Sensor. Alle drei Geräte oder alle drei aus der Gigaset Mi-Serie werden über diesen Fingerprint-Sensor verfügen. Damit kann man dann sicherlich Kamera auslösen, aber auch das Gerät entsperren und zukünftig vielleicht auch noch andere Aktionen damit ausführen. Das weiß man noch nicht ganz genau. Machen wir einfach weiter mit der Rückseite. Hier befindet sich auch noch eine 13-Megapixel-Hauptkamera drin, die auch 2K-Videos aufnehmen kann. Daneben eine einfache LED und dann, ich denke mal, hier hinter sitzen sicherlich die Antennen also und hier, das ist alles Aluminium. Die Rückseite, diese Parts sind wahrscheinlich dann eben halt auch ein bisschen ästhetisch Designelemente, aber haben sicherlich auch einen Nutzen, wie zum Beispiel, dass man die Antennen da unterbringt. So, weiter geht's auf der rechten Seite. Dort befindet sich der Power-Button inklusive dem Micro-SD-Slot und auch den SIM-Kartenschlitten. Das ist so schon fast Tradition. Gigaset ist ja mittlerweile in chinesischen Händen und deshalb werden die auch in China produziert, designt und engineert sind die aber dann in Deutschland. Hier ist also auch sowas wie bei den China-Smartphones typisch eben halt ein Dual-SIM-Slot verbaut worden, wobei der zweite dann auch als Micro-SD-Card-Slot eben halt verwendet werden kann. Intern sind 16 GB verbaut und dann schauen wir mal auf diese Seite hier. Dort befinden sich dann die Lautstärke-Wippen, einmal laut und einmal leise. Und oben herum schauen wir auch noch mal rum, Klinkenanschluss für 3,5 mm Headsets oder Kopfhörer und dann noch ein kleiner Mikrofoneinlass, der dann die Geräusche in der Umgebung eben halt aufnimmt. Als Besonderheit gibt es dann bei diesem Gerät hier auch noch dann USB 3.0, aber in der Typ C Variante, das heißt Fast Charge und ihr müsst euch dann eben halt ein Typ C Kabel kaufen, wenn ihr zum Beispiel am Arbeitsplatz das mitgelieferte Kabel nicht mitnehmen wollt, dann müsst ihr euch dem halt ein neues Kabel. Dafür hat es dann eben halt, sag ich mal, könnt ihr den so rumstecken, wie ihr wollt. Das kennen wir auch schon vom OnePlus 2. Und weiter geht's mit der Front. Ich kann es hier leider nicht einschalten, der ist leider schon komplett leer. Aber hier hat man dann eben halt auch noch eine kleine Übersicht, wie das eben halt aussieht. Es ist ein Android-Smartphone. Aber die Besonderheit ist eben halt, ihr seht hier oben, neben der 8-Megapixel-Kamera eigentlich kein Lautsprechergrill mehr. Wieso, weshalb? Der Lautsprechergrill ist hier nicht notwendig, denn es gibt hier von Gigaset Ceramic Sound und das bedeutet, dass es so ähnlich wie bei einem Hörgerät funktioniert, dass da nämlich eine Keramikplatte ist, die dann eben halt Vibrationen erzeugt und ihr das dann halt als Sound oder als Ton wieder wahrnimmt, wenn ihr es an eure Gehörknochen dann eben halt dranhält. Also einfach gut an den Kopf dran halten, ans Ohr halten und dann wird der Sound so übertragen. Das ist ein schönes Highlight. Trotzdem kann man das natürlich auch noch laut sprechen, also als Konferenz, als Freisprecheinrichtung verwenden, denn hier unten befinden sich ja auch noch Lautsprecher, so dass man das eben halt auch noch einsetzen kann. Was kann man noch dazu sagen? Intern ist ein Qualcomm Snapdragon 615 Prozessor verbaut worden, 64-Bit mit 1,5 GHz, 2 GB Arbeitsspeicher, 16 GB interner Speicher und das Display ist ein Full-HD-Display. Das soweit zu diesen technischen Daten, aber ein kleines Highlight haben sie auch noch, nämlich der Akku. 3320 mAh ist der Akku groß und man möchte damit dann eben halt euch, sag ich mal, längere Zeit über den Tag hinweg helfen. Ne? Das war es erstmal zu dem Mi Pure und wir schauen uns noch zwei weitere Geräte von Gigaset an.